So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in die Schicksalsklinge HD. Dem Remake des Klassikers aus den 90ern. Aua. Das ist jetzt aber ungünstig von der Steuerung. Das ist, als ob ich irgendwie versuche, das zehn Schleim zu laufen. Ich habe gerade schon alle Einstellungen runtergeschoben. Ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, das mag mein neues System scheinbar nicht wirklich. Ich habe ja alles frisch neu installiert und habe dann mein Safe Game rüber geholt vom alten Rechner. Ach, aber das ist schon fast Arbeit hier. Ich drücke schon fast AWSD durch das Notebook durch die Tasten. Irgendwie, also richtig gut steuern lässt sich das nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit TeamSpeak hier zusammen mag. Ich habe gerade, wie gesagt, schon die ganze Grafik alles runtergesetzt. Auf dem alten Computer hatte ich Fantastic, jetzt habe ich gut oder schön oder sowas. Ich habe auch nicht die volle maximale Auflösung gewählt, sondern eine kleinere im Fenster, weil zuerst hatte ich eben ohne Fenster und die volle Auflösung. Da hatte ich dann einen Crash, dann habe ich jetzt im Fenster wieder gemacht und halt eine kleinere Auflösung. Beziehungsweise den Crash hatte ich, weil ich versucht habe aus dem Spiel dann, weil war ja ohne Fenstermodus, dann rauszutappen, weil ich was in Firefox einstellen wollte. Und danach ging halt irgendwie nicht mehr viel. Also ich konnte das Spiel nicht mehr zumachen. Das war dann irgendwie inaktiv in dem Dings gestellt. Ich weiß auch nicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Also die Steuerung ist ein bisschen schwierig jetzt, aber andererseits ist ja wurscht. Ich will ja weiterspielen und, ach man. Also, ich behaupte jetzt einfach mal rollenspieltechnisch, die sind besoffen. Hm, was sind sie sogar? Was ist denn los? Achso, ich bin in die Zwingfest reingegangen. Okay. Was? Also. Was war das denn gerade? Komme ich jetzt doch nicht mehr rein? Ich dachte, ich dürfte wieder rein, wenn ich das Problem gelöst habe. Wegen dem Keller. Eingang. Also, der muss eh verkaufen, die sind eh voll. Das hatte ich einmal beim letzten Mal nicht mehr gemacht. So, achso, ja, falls ihr es ja mitbekommen habt, erstmal ein fettes Entschuldigung, dass hier mal locker mal 4 oder 5 Wochen gar nichts abgegangen ist. Das liegt einfach daran, dass mein alter Notebook sich verabschiedet hat. Beziehungsweise der 3D-Chip oder irgendein Grafikchip auf meiner Grafikkarte kaputt ist und jetzt kann ich mein altes Notebook, muss ich mal gucken, ob ich es denn irgendwie doch noch reparieren lasse. Also zuerst war es halt die Angaben vom Originalhersteller und Händler, die haben, okay, am Wasser hat sich nichts geändert, trotz neuem Rechner. Also, ja, das war absurd, was die an Kohle haben wollten für die Reparatur. Und jetzt habe ich mir einfach einen neuen Gaming, also das ist ja einfach, ja, Schmerzen, ja, leidend, weinend, habe ich das Geld von meinem Bankkonto fließen sehen. Hab mir meinen gescheiten, richtig fetten High-End-Gaming-Notebook gekauft. Also ein richtig geiles Teil. Macht auch optisch ordentlich was her. Interessanterweise findet dieses Spiel meinen neuen Rechner unsympathisch im Vergleich zu meinem alten. Also irgendwie muss ich mir in Einstellungen runtergehen, obwohl ich jetzt ein System habe, das also absolut State-of-the-Art ist, ja. Keine Ahnung. Ah, Mann. Also ich gerade auslaufe, habe ich so ein, dreht er sich so ein. Ist echt schwierig so. Ah, vielleicht das einfacher darüber dann. Jetzt muss ich mich erstmal wieder eingewöhnen in das Spiel jetzt. Da ist mal einen Monat nichts gemacht. Wobei ich glaube, das letzte Video sogar aus dem April. Also wir reden hier fast schon von 2 Monaten, wo ja Pause war. Also es tut mir wirklich leid. Gehen wir jetzt einfach zu dem. Na, ich will nicht nach nicht wegdrehen. Also das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. Okay, wie haben wir denn? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja gar nicht mehr genau, ich bin halt zu faul, jetzt mal die alten Videos nochmal anzugucken. Also was ich jetzt gemacht habe, ich nehme einfach mal an, ich bin fertig geworden mit diesem Keller und eigentlich dürfte ich doch hinterher nochmal rein in den tieferen Keller, aber irgendwie... Weiß auch nicht.
Naja, auf der anderen Seite vielleicht jetzt eh mal Zeit, endlich raus aus der Stadt, raus aufs Land und endlich mal hier die Schicksalsklinge suchen und sich nicht irgendwelchen Dungeons vergnügen. Weil das natürlich auch der große Reiz früher war, in der alten, in den 90er-Jahre-Version, ja, dass man da eben so viel Dungeons hatte und Höhlen und extra Dinger und Schiffe und ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber die meisten, die sich das Video angucken, werden das alte Spiel kennen und eh wissen, was ich meine. Achso, deswegen, falls ihr es auch nicht mitgekriegt habt, ich habe bei meinem neuen Rechner irgendwie ein Soundkartentreiber-Problem hoffentlich gehabt. Ich habe jetzt einen neuen Treiber drauf und mein Headset ist auch noch über die Wupper gegangen. Da habe ich einen Kabelbruch und habe jetzt ein neues Mikrofon gekauft. Ich bin aber noch nicht so richtig zufrieden damit, wobei ich halt nicht genau weiß, ob es wirklich an dem Mikrofon liegt, als ob es an den Soundkartentreiber liegt, dass der halt einfach mit Windows 8.1 nicht mag, oder ob es einfach daran liegt, dass ich auf einem anderen Computer das vielleicht sogar gar nicht mal so schlimm anhören würde und nur auf meinem so übel, weil irgendwie habe ich Eindruck, dass meine Boxen hier irgendwie so schlecht anhören. Ich bin eigentlich auch verwöhnt, in meinem alten Gaming-Notebook war eben Harman Kardon richtig fette Soundanlage drin und das war ein erstklassiger Sound und kann das sein, dass ich jetzt einfach hier mir denke, so, da stimmt was nicht, in Wirklichkeit ist das halt einfach bei dem Gerät so, weil halt die Boxen nicht mehr hergeben. Das ist durchaus möglich. Ich habe aber, wie gesagt, jetzt kein Headset mehr, so dass ich nicht sagen kann, ich teste mal einfach, wie es sich auf dem Kopfhörer anhört, also nicht über die Boxen vom System. Wie auch immer, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem halbwegs angucken, ohne dass euch irgendwie die Ohren wegfliegen oder so. Und dann versuche ich hier mal weiterzuspielen. Was wollte ich hier eigentlich alles verkaufen? Wollte ich bestimmt verkaufen, oder? Nee, halt. Doch, will ich verkaufen. Der andere Knabe, da... der hat ja die hier. Genau, die Schneidzähne zu werfen. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht mehr genau, was ich alles verkaufen kann. Ich nehme an, dass ich Kriegsball verkaufen kann, oder? Das ist jetzt irgendwie doof. Ach Mensch, wie ging das nochmal? Ich glaube, so geht das. Also soll ich jetzt irgendwas verkaufen, was ich eigentlich doch behalten wollte, wäre das jetzt zwar irgendwie ärgerlich, aber naja, doch. So. Naja, ist okay. Irgendwas fehlt bei denen hier oben in der Ecke, oder? Was zu essen? Kann das sein? Oh man, der Armbrust dabei. Der braucht doch gar keine Armbrust. Halt. Pfeile. Das sind seine. Kann er eigentlich wiederbekommen. Halt. So. Wie ist der überladen? Wie kann ich nochmal einstellen? Ah ja, okay. Okay, fair geteilt. Okay, dann verkaufen wir jetzt noch die Armbrust. Dann gehen wir mal kaufen, Nahrung kaufen. Was machen wir jetzt? Habe ich jetzt Großschwert als besser erachtet? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, das war die Armbrust. Nee, halt. So. Gut. Warum habe ich eine Schippe dabei? Achso, wegen dem Dungeon. Gut, gut. Dann gehen wir mal... was zu futtern kaufen.
Schade, dass das Wasser immer noch so komisch aussieht. Also ich habe das auch schon deutlich schöner gesehen, das Wasser da hinten in dem Fluss bzw. im Meer. Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. So, und? Hat ja auch keine Nahrungspakete. Gibt ja nicht wieder eine kleine Nahrung. Wir können aber mal was testen. Wir gehen mal hier ins Wasser. Uah, also wir wackeln uns irgendwie zurecht zum Wasser. Und ich stelle mal kurz die Grafik um. In der vagen Hoffnung, dass es mir dann nicht irgendwas abschmiert. So, Moment, Einstellungen. Schönheit. Ja, machen wir fantastisch. Wirkt das jetzt nur nach Neustart? So, halt damit. Also, sieht ein bisschen besser aus, das Wasser, oder? Aber ich habe das auch schon schöner gesehen. Also, ich bin echt verwirrt. Naja, ist ja auch egal. Ich lasse jetzt einfach mal fantastisch erinnern. Hat, getan hat sich eh nichts. Und die Einstellung, die Auflösung, also die Steuerung ist immer noch so ein bisschen schwammig. Vielleicht war die schon die ganze Zeit so und ich habe mich bloß, ich habe es bloß vergessen. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, die war doch voll okay. Naja, ach, egal. So. Wo geht's nach Hause aus dem Kaff? Moment, das brauchst du doch gar nicht mehr, oder? Das geht doch jetzt mittlerweile über andere Reisekarte. Da ist es. Ah, das haben sich, glaube ich, erst eingefügt gehabt in irgendeinem Patch. Ah, da ist ja die schöne Karte. Also dann habe ich da oben verbotes, markiertes etwas. Warum habe ich hier so ein rotes Ding dran? Hatte ich da eine Notiz für da wäre was oder was? Ist das so eine Autonotiz? Also das fände ich super, wenn es eine Komfortfunktion geben. In Torwald bin ich zurzeit. Da wandern wir mal nach Felstein. So, erstmal muss der Fähre oder was? Okay. Straße, klarer Himmel, mäßig warm. Jo, das ist für Torwall, ist ja schon Hochsommer. Klarer Himmel, kalt, das ist Frühsommer. Ja, wir wollen rasten. So, was kann man hier alles Schönes machen? Wir können Vorräte auffüllen. Das ist mal eine Maßnahme. Der Elf soll es machen. Das kann der gerade, genau, Kräutersuche mal machen. Ich glaube, Monty kann das. Kann der was? Der kann nichts. Der kann nicht zaubern, der kann nicht kämpfen, der kann keine Dings suchen. Komm, geh du nochmal los. Also, hat er schon. Dann schicken wir den Zwerg los. Ja, immerhin hat er was. Ach Quatsch, doch, immerhin hat er was gefunden. So. Talent anwenden brauchen wir nicht, Magie anwenden, kann der hier stocken? Nee, der braucht doch ein Hotel, oder? Genau, also hat er ja schon was. Gut, dann wird jetzt Wache eingeteilt. Nö, ist okay, die haben gerade eh nichts großartig geleistet, dann kann das... Also... So. Und jetzt Eier machen. Ja, ist okay. Nee, wir wollen weiter reisen. Zur Fähre von Tjolla. Tjolla. Na, wie auch immer. So, und da sind wir. Schön ist es hier. Total schön. So, da geht's auch rein. So idyllisch. Und diese... typische ortsansässische Bevölkerung. Wir gucken mal.
Was haben wir hier alles Schönes? Da ist der Wegweiser. Da ist eine Herberge. Ich glaube, hier werden wir nicht so viel mehr finden. Dann können wir auch... Also ein einfaches Haus. Da ist nichts zu erwarten. Ja, ja, alles gut. So. Ich kann also jetzt entweder rüber nach, ja, über den Bodir übersetzen, oder ich kann mal nach Rukian, das machen wir dann auch, glaube ich. Bis jetzt noch gar keinen Kampfbegegnung und noch keine nächtlichen Überfälle. Ich bin wohlwollend und positiv überrascht. So. Mach mal was. Verdammt. Soll dir mal probieren. Ach, er findet mal Wasser. Am Fluss. Wir sitzen am Boot hier. Du findest nicht mal Wasser. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich sehe schon. So, Wareanteil. Nö, ist okay. Weil muss ich die eigentlich jedes Mal einteilen? Wir wollen weiterreisen. Wir haben eh den halben Vormittag noch hier verbracht, offensichtlich. Rukian. Yes, oh, oh, schön. Cool. Trotzdem sollten wir den jetzt mal nach vorn packen, wenn wir in dem Kaffee sind. Das macht einfach wahrscheinlich mehr Sinn, da hat die bessere Einschätzung eigentlich. Menschenkenntnis. Travia-Tempel. Habe ich jetzt Zeit, mich hier mal ein bisschen umzugucken? Ach, warum nicht, oder? Gehen wir erstmal in den Travia-Tempel. Tja, das ist optisch jetzt nicht so viel her. Spenden, Wunder bitten. Eure Bitten um ein Wunder werden nicht erhört. Mehr macht ja nichts. Wir haben ja nichts gespendet. Oh, wir haben 74 Dukaten. Da können wir euch mal eine Dukate spenden. Eure Bitten um ein Wunder. Ja, macht ja nichts. Aber Travia spenden ist immer gut, weil Travia, glaub Herdfeuer und Gastfreundschaft und sowas. Oder? Ich glaube mir genau, aber ich glaube es war so. Da brauchen wir jetzt mal nicht reingehen. Herberge. Oh, zum Bornland, cool. So. Da ist der Bodir. Ja, wir machen zwar hier das übersichtliche Marktstand, ein Schmied. Da ist das Schlachthaus. Da ist der Dorfälteste. Wir gehen erstmal zum Dorfältesten. Nämlich ein Schlachthaus ist bestimmt der andere. Heini. Ihr klopft. Okay. Vielleicht doch erst in die Kneipe oder in die Geschäfte. Da ist wahrscheinlich eh nichts zu hören. Wir gehen mal kurz beim Schmied vorbei. Dem kann man Schwätze halten, okay. Kundschaft! Tönt es euch durch dichten Rauch entgegen. Offenbar wurde gerade... Okay, also wir müssen hier bleiben. Gut, dann können wir tatsächlich... was ist das denn jetzt? Achso, dann hätten wir jetzt doch zum Schlachthaus gehen können, da das Haus ist von dem anderen Heini. Mama. Kommen wir da vorbei? Komm mal. Gut. Dann gehen wir doch erstmal zum Schlachthaus. Das
zwar das nicht, sondern das da. Ist das jetzt schon das erste so Mini-Quest oder sowas? Okay, sie hacken halt Rinder. Naja, das macht man halt in einem Schlachthaus so. Dann gehen wir mal kurz essen in die Kneipe. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur. Der Wirt schaut euch fragend an. Nicht so hastig, meine Freunde. Wie will... Kurze Zeit später stehen die Bierkrüge. Oh cool, ein Pferdocker. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich. Wunderbar. Ja, noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Einige. Nee, dann können wir auch gehen. Wobei, eigentlich hätte einer ein bisschen Musik machen können, ein bisschen tanzen, aber ist okay. So. Dann gehen wir mal den anderen Heini besuchen, oder? Bevor wir uns, uns einquartieren. Ich will nicht in dem schlafen, hier, wenn irgendwie so ein Mörder unterwegs ist oder so. Das gibt's doch nicht, ey. Monty! Okay, pass auf. Der Elf macht's. Der mag kann's auch nicht. Ich bin begeistert. Das gibt's doch nicht, ey. Jungs! Ihr könnt doch nix... Die haben nix drauf außer Zahnbelag! Okay, Fireblade. Macht die Tür platt. Das gibt's doch nicht. Na also. Nein, den machen wir platt. Das mentieren wir nicht. Das ist überhaupt eine Frage, die da reden wollen. Ein trainierter Waldlöwe, wie cool. So, der ist vergiftet. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ah, es war so klar, Leute. Nee, halt, Mann, erstmal den da. Der scheint mir sogar der wichtigere zu sein. Ach ja, manche Dinge, ihr setzt manche Dinge einfach gerne fort, gell? Jungs. Mann, Monty, den schmeiß ich aus der Gruppe. Das gibt's doch nicht. Ah, der hat keine Bolzen. Ach, ich hätte die Bolzen in die Hand geben müssen. Wusste ich nicht mehr. Ah, Junge, 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 Junge. Egal. Ihr seid echt die Killer, ha? Ihr seid echte Kämpfer. Und ich habe keine Ahnung, was mit Mr. Nice los ist. Warum sind wir eigentlich immer so neugierig, oder?
Ist unglaublich. Ich kommentiere das jetzt nicht. Okay. Tatsächlich, er hat was getroffen. Respekt. Ja, und er hat sich wieder mal selber... Zack, und das war's mit Fireblade. Okay, sobald sie tot sind, muss ich mal rausfinden, ab welchem Level eigentlich dieses Quest gewesen wäre. Ja, das war klar. Du hast mich ja schon vorhin überrascht, einmal wohlwollen, dann ich will es dir nachsehen, ja? Man kann ja nicht zu viel erwarten. Na, so, ausrüsten. Druckende Wette! Ja, der Löwe hat's pariert. Ah, so ein echter Löwe, der pariert das halt. Immerhin. Er trifft. Also ich habe mir nicht ganz rausgefunden, was mit dem hier passiert ist, warum der nicht mehr dabei ist, warum der... Hat der schon... Nee, nee, der hier gleich nach... Ich keine Ahnung, wo der ist. Tja. Tja. Das ist halt so. Wenn man sich in Sachen einmischt, die ja nichts angehen, gell? Gut. Damit ist Let's Play beendet. Nein, Spaß. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Okay, wir können Speicherstand laden in Torwall. Okay. Ich hoffe, das war überhaupt nicht der richtige. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Tja. Ah doch, jetzt Lieder. Also wenn in dem Tempo... Ah ne, ich habe schon gedacht. In dem Tempo weiter Lied. Hätte ich die Aufnahme jetzt doch abgebrochen. Okay, aber auf jeden Fall ist das ein, oder war doch der falsche Speicherstand. Naja, egal. Gut, dann beende ich hiermit die Aufnahme. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wieder natürlich in Torwall, wo unsere Reise ins Umland begonnen hatte. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Das nächste Mal meiden wir aber diese komischen Menschenmetzger in dieser Stadt. Und, keine Ahnung, suchen uns einfachere Gegner. Gut, dann ich wünsche euch noch was. Viel Spaß, bis bald. Tschüss.